Ja, heute Update unserer Sendung Corona, Dr. Markus Krall, Dr. Köhnlein, Horst Lüning, Christian Felber, KenFM, Bill Gates, Bodo Schiffmann. Ich fange an mit Bodo Schiffmann. Update ist, dass er herzlich eingeladen ist. Vielleicht haben Sie ja irgendeine Möglichkeit, zu Dr. Schiffmann Kontakt aufzunehmen. Er ist also herzlich eingeladen, Kanzlerkandidat und Bundesvorsitzender der kompetenten PDG, Partei des Gemeinwohls, zu werden, die ja notwendig geworden ist, weil die Basis leider im Gegensatz zur kompetenten nicht auf Kompetenz setzt, sondern versucht mit ganz viel Inkompetenz und ja, letztendlich auch mit ganz viel, wo ist es, ganz viel hier mit diesen Konzepten und teilweise auch mit diesen Konzepten, also mit der sozialen Dreigliederung, die uns sehr erinnert in mancherlei Hinsicht an pseudokommunistische Vorstellungen, wie sie schon die DDR ruiniert haben und viele andere Staaten ruiniert haben. Und auf der anderen Seite will sie nichts grundsätzlich ändern, auf der anderen Seite bei der neoliberalen, marktradikalen, bösartigen, patriarchalen, kapitalistischen, sozialen Marktwirtschaft und will also diese Diskussion offensichtlich nicht eröffnen. Und da aber alle Verbesserungen für die Menschheit und für Deutschland daran gekoppelt ist, an Gemeinwohlgesellschaft, an das Wort Gemeinwohl, das ist die neue Weltordnung, die Zukunft hat. Und ja, und das würde eben auch alle Probleme lösen, die ja auch Dr. Schiffmann selbst immer angesprochen hat, nämlich ja, dass eben letztendlich die soziale Marktwirtschaft mit der Illusion lebt, dass die Pharmaindustrie, die Impfindustrie, die Test- und Maskenindustrie harmlos seien und dass sie letztendlich gemeinnützig sein, als handelt es sich um irgendwelche gemeinnützigen Organisationen, bei denen es nicht um Profite auf Kosten der Menschheit geht und so weiter. Nein, das ist alles ganz anders. Also, Herr Dr. Schiffmann ist herzlich eingeladen, hier Partei des Gemeinwohls mittlerweile mit sehr viel Parteiprogrammstext und so weiter. Ja, und eben mit dem Kernsatz, Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet, denn was ist Corona anderes als Profite auf Kosten der Menschheit? Ja, Dr. Markus Krall ist ja eben, ja, man kann sagen, neben dem teilweise ja auch durchaus sehr vernünftigen, also auch Dr. Markus Krall hat vernünftige Seiten, aber noch mehr unser Professor Dr. Hans-Werner Sinn hat auch sehr viele vernünftige Seiten, aber beide, Dr. Markus Krall und Professor Sinn, sind beide eben gemeingefährlich für unser Leben, alle total gefährlich, weil sie genau das hier vertreten, die neoliberale, marktradikale, soziale Marktwirtschaft, im Gegensatz zu dem hier. Zu Recht kritisiert Markus Krall das hier, aber davon, das ist ja eben auch wirklich total abzulehnen. Und das Entscheidende, was er und Professor Sinn nicht sehen können, ist das, was ich schon ganz oft erklärt habe, Suchterzeugung durch Glückszerstörung in der Marktwirtschaft. Und ja, also quasi für ihn gibt es keine Interaktion
zwischen Medien und Wirtschaft, also keine parallele Evolution. Ich mache mal ein Beispiel für diese parallele Evolution. Ja. Hier. Nur, dass man mal versteht, was parallele Evolution bedeutet. Ein Krimi. Also. Ja, gehen wir mal hier hin. Wir haben hier also Pharmakonzerne, Impfkonzerne, Maskenkonzerne, Testkonzerne und so weiter. Also hier mal sagen wir mal so die Industrie, die kommerzielle Industrie rund um das Thema Krankheit und Gesundheit, ja? Und dort haben wir die Medienwelten, ja? Und dort, diese Industrien geben regelmäßig Milliardenbeiträge an Werbegeldern in die Medienwelten hinein. Und da denkt zum Beispiel Dr. Markus Krall, aber auch ein, wo ist er, ein Horst Lüning, aber auch sogar ein Christian Felber als der Begründer der Gemeinwohlökonomie. Und aber auch ein Bill Gates und auch ein KenFM. Also nochmal kurzer Exkurs. KenFM macht ja den großen Fehler, den verschwörungstheoretischen Denkfehler, dass er denkt, die Missstände wären nicht Systemfehler der Marktwirtschaft, sondern es wären böse kriminelle Menschen. Das ist der verschwörungstheoretische Denkfehler. Den macht KenFM. Also wir müssen Bill Gates gute Absichten unterstellen, aber Horst Lüning und Christian Felber haben keinen Blick dafür. Und Dr. Köhnlein ist noch wichtig, weil er ein sehr vernünftiger Arzt ist. Der ist einer der Ärzte, der eben deutlich gemacht hat, ja, ich erinnere mich an seine wichtigste Aussage in einer Sendung. Wir selbst haben zum Beispiel bei dem Virus, bei dem HIV, dem AIDS-Virus, haben wir selbst mit unserer Behandlung die Menschen getötet. Und genau das können, und wir selber, er meint sich damit auch, denn er hat ist diese Fehler ja ein bisschen mitgegangen am Anfang, bevor er erkannt hat, dass wir die Medizin töten, ja? Und also, was Krall, Lüning, Sinn, Felber, aber auch KenFM, aber auch Bill Gates, ja? Bill Gates überhaupt nicht erkennen. Bill Gates geht auch von der Illusion aus der Harmlosigkeit dieser Industrie. Und eigentlich unsere gesamte politische Kaste, die ja auch sicherlich regelmäßig Geschenke von hier bekommt, also das ist der industrielle Gesundheitskrankheitskomplex der Welt. Und das, sagen wir, sind die Medienwelten und das ist die Politikwelt. Und alle bekommen Geldflüsse von hier. Und dass das die Evolution beeinflusst, können alle nicht denken, kann auch Bill Gates nicht denken. Dass nämlich dadurch das Denken der Menschheit, der Medien, und damit der Menschheit und der Politik und damit der Menschheit beeinflusst wird. Wenn hier diese Leute vorteilbringende Irrtümer aufweisen, also Irrtümer, die ihnen Profite bringen und die deswegen sich in ihren Sparten immer mehr ausbreiten
und diese Irrtümer dann nach außen gegeben werden durch freundliche Lobbyistengespräche, durch Public Relations und durch alles Mögliche und durch Parteispenden und Werbespots, Milliarden Werbespots. Schauen Sie mal, wie viele Werbespots jeden Tag in ARD und ZDF von der pharmazeutischen, von diesem industriellen Komplex stammen, dann wissen Sie, wem diese Medien gehören, von wem die Journalisten ihr Gehalt beziehen. Und dann kommt es zu einer stillen und leisen Evolution, dass nur noch Journalisten, und dazu rufe ich das mal auf, ja, hier, nur der Journalist, der wahrheitsorientiert auch kritisch wie Dr. Köhnlein zum Beispiel sagen würde, ja, die Medizinindustrie tötet, bei Viren zum Beispiel, ja, der würde geringe Karrierechancen haben, weil er letztendlich ja die Werbekunden angreift. Ja? Und wer die Werbekunden angreift, hat einfach geringere, in der Evolution des Journalismus, geringere Karrierechancen, während der selber die vorteilbringenden Irrtümer dieser Industrie übernimmt und selber glaubt, dass es sich um Engel handelt, um gemeinnützige, engelsgleiche, selbstlose, nicht profitorientierte Industrien, dann der macht Karriere, der kann viele Kinder hinterlassen, findet viele Nachahmer, wird zum Ausbilder der Journalistikstudiengänge und so weiter. Und all das sozusagen, und der stirbt eher aus. Ja. Und dadurch haben wir eine Evolution, und bei Politikern ist genau das Gleiche. Der Politiker, der relativ bereitwillig die vorteilbringenden Irrtümer der Industrie übernimmt, macht riesige Karriere und kann viele Nachkommen hinterlassen und pflanzt sich fort und seine Ideen kann er überall verbreiten, während der Politiker eher ausstirbt, der an der Wahrheit orientiert ist und sagt, ja, wir müssen bei der Medizinindustrie, müssen wir immer gucken, ob die tötet und was die so alles macht, ja. Und ja, von daher, diese gewaltige, weltbeherrschende Industrie, Gesundheits- und Krankheitsindustrie weltweit, führt also dazu, dass hier es zu Evolutionsprozessen gibt, in denen hier ist die Hälfte der wahrheitsorientierten Journalisten und hier die Hälfte der wahrheitsorientierten Politiker. Diese beiden sterben aus, tendenziell, wie die Dinosaurier. Und übrig bleiben Journalisten, die wirklich der gleichen Überzeugung sind wie die vorteilbringenden Irrtümer auch dieser. Und alle sind am Ende, und das hat ja Dr. Schiffmann jetzt leidvoll erfahren müssen, alle sind zutiefst überzeugt, in der Wahrheit zu sein und entwickeln damit einen Staat, der genauso gefährlich ist, wie wir das ja bei Hitler erlebt haben. Da war auch die Mehrheit der Menschen überzeugt von einem Wahngebilde, von einer Wahnvorstellung, dass bestimmte vorteilbringende Irrtümer die Wahrheit seien und so weiter. Und hat nicht nur 6 Millionen Juden abgeschlachtet aufs Grausamste, sondern also 60 Millionen Tote zu verantworten. Und zum Glück haben wir im Moment noch keine 60 Millionen Tote, aber das Wahngebäude ist wieder das Gleiche, nämlich dass bestimmte vorteilbringende Irrtümer, bei Hitler waren es wohl die Irrtümer einer Waffenindustrie, die auf einen pseudo-naturwissenschaftlichen Pseudo-Darwinismus gesetzt haben und so weiter. Und ein Pseudo-Überleben des Stärkeren, also eine völlige Fehlinterpretation der Evolution gesetzt haben und deswegen dann irgendwie alle die Untermenschen ausrotten wollten und so weiter, ja. Aber da sieht man, wenn dann einmal eine Gesellschaft in einem Gesamtwahn hat man keine Chance mehr. Und Dr. Schiffmann hatte dann eben auch keine Chance mehr. Ja? Und das ist die Macht der vorteilbringenden Irrtümer. Ja, und Markus Krall, Lüning, Sinn und all die anderen, die ich genannt habe,
Ja, sehen nicht, dass die Suchterzeugung auch wieder so funktioniert. Wo ist es? Suchterzeugung, ja, das also hier. Der Frühhändler und Früharzt glaubt seinen Irrtum. Zucker hat kein Suchtpotenzial, ist ein gesundes Lebensmittel. Zucker ist harmlos, vielleicht sogar Tabak ist harmlos und so weiter. Und er sieht die Wahrheit und sagt, das ist eine giftige Geschichte. Aber der seinen Irrtum glaubt, der kann dadurch lauter Produkte herstellen, die so lecker schmecken wie eine reif geerntete Frucht, nur ein Hundertstel der Kosten verursachen. Denken Sie an die leckeren Süßigkeiten, die sogar öfters aussehen wie Früchte, ne? Ja, und dadurch wird die gesamte Weltbevölkerung übergewichtig krank, diabeteskrank und so weiter. Und er als Früharzt kann sich daran auch bereichern, an den ganzen Kranken. Und dass die Menschen dann zuckersüchtig werden, sieht er gar nicht. Ja? Und das sehen eben Krall, Sinn, Löning und all die anderen auch nicht, Felber und so weiter. Das heißt, diese Lebenszerstörung durch Marktwirtschaft sehen diese nicht. Und dann sehen sie das andere auch nicht, das größte Ereignis, nämlich dass hier die Medien ja von dem hier Werbespots kriegen, dem erfolgreichen Früharzt und Frühhändler. Und wenn er den Irrtum glaubt, dass zum Beispiel alle menschlichen Glücksquellen, wo sind sie? Alle menschlichen Glücksquellen, da gibt es was bei der Partei des Gemeinwohls, wenn ich mich recht erinnere, das müsste ziemlich weit unten sein. Ja, die Glücksquellen des Lebens, nämlich die natürliche Friedfertigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz gegenüber Andersdenkenden, Musikalität, Freude am Tanz, Gewaltfreiheit, Konfliktrichtungsfähigkeit, Bewegungslust, Suchtfreiheit, Glücksfähigkeit, Körperbehaartheit, Gruppenbezogenheit, Gruppenfähigkeit, Stillintensität und Dauer, Verbrechensfähigkeit, Sexualität, Eifersuchtsfreiheit, olfaktorischen Partnerwahlmechanismen, Neigung zum demokratischen, Nacktheit, Freiheit zum Körperkontakt und so weiter. Also all diese Glücksquellen, die ich besonders laut betont habe, besonders, ja, diese zum Beispiel alles, was mit Körperkontakt hat und Nacktheit zu tun hat, ja, das sei böse. Wenn er diesen Irrtum glaubt, dann kommt es dazu, dass auch in der journalistischen Welt und in der Politikwelt genau so gedacht wird, diese vorteilbringenden Irrtümer übernommen werden. Dadurch wird die Bevölkerung unglücklich und konsumsüchtig und kaufsüchtig. Und genau dieses Problem aller Marktwirtschaft im Gegensatz zur Gemeinwohlwirtschaft sieht man nicht. Sehen also all diese nicht. Das gibt's für sie alle nicht. Also für Krall, Löning, Felber, KenFM, Bill Gates, gibt es alle diese Probleme nicht. Und damit ist es ein gewaltigster Bildungsmangel. Und Gemeinwohlwirtschaft, ja, wie unterscheidet die sich? Die setzt auch auf Leistung und Wettbewerb, ist also nicht unendlich weit von der Marktwirtschaft entfernt, ja, also nicht unendlich weit. Man sieht ja, dass die Gemeinwohlwirtschaft nicht sehr weit von der Marktwirtschaft entfernt ist. Man sieht auch, dass der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus oder urmatriarchale pazifistische Bono-Bolschenka-Kommunismus auch nicht sehr weit entfernt ist, sondern sogar noch näher an der Marktwirtschaft ist, weil er eben
ganz besonders sagt, es gibt in der Evolution keine leistungs- und wettbewerbsfreie Situation, also ist es auch Quatsch, eine pseudokommunistische Gesellschaft zu versuchen, was im Moment die Hälfte der Parteien strebt ja im Moment wieder lauter pseudokommunistische Elemente an und so weiter. Ja, und dass das immer alles ruinieren muss, weil der Mensch eine Genetik hat, die leistungs- und wettbewerbsorientiert ist und deswegen können diese Systeme einfach nicht funktionieren. Es ist einfach so, ja. Und insofern liegen die Lösungen immer nur in diesem Bereich. Ja, und letztendlich ist also sozusagen, ja, letztendlich ist zu sagen, dass dieser gewaltige Bildungsmangel und diese Irrtümer jetzt hoffentlich deutlich geworden sind. So, und jetzt bringe ich noch ein paar Kurznachrichten. Ach ja, nee, jetzt bringe ich das Beispiel, das eben man auch nicht erkennt. Ja? Also, Beispiel, Musterbeispiel. Na, wo bist du? Also, diese Sparten hier, diese geldsüchtigen, profitsüchtigen, profitgeilen Sparten hier, die eben nicht gemeinnützig, nicht engelsgleich sind, geben ganz viel Geld hier in diese Sparten. Mediensparten, Journalistensparten, Politikersparten, ne? Politiksparten. Dadurch kommt es zu einer Evolution der Angleichung, dass hier die vorteilbringenden Irrtümer übernommen werden, die hier quasi sich evoluiert haben. Man glaubt den Ideen des Geschäftsmodells, Profite auf Kosten des Krankmachens der Weltbevölkerung zu erzielen. Ja? Und dann kommt es dazu, dass eben die Medien eine Werbesendung produzieren, ohne diese als Werbesendung zu benennen. Diese Sendung heißt, behauptet, sie sei ein Krimi. Und der Inhalt ist das Manipulative. Der Inhalt spiegelt die vorteilbringenden Irrtümer von denen hier wider. Ist also kostenlose, nicht deklarierte Werbung und Product Placement. Ja? Da wird also sozusagen gesagt, hier, da wird ein krimineller Fall geschildert, dass jemand Chemotherapiebeutel ersetzte durch Kochsalzlösungbeutel, um einfach die Gelder für die Chemotherapiesubstanzen zu sparen und eben einen Betrug zu begehen. Ja, ist eine Straftat in dem Krimi, ja, ist ein Betrug, ja. Und jetzt versucht man den aber auch wegen Mordversuches und Mordes anzuklagen und zu verurteilen, was zum Glück unser Rechtsstaat nicht zugelassen hat und nicht zulässt. Denn diese Unterstellung, dass die Chemotherapie Leben retten würde, ist ja eine Unterstellung, die dieser Krimi macht, ist aber natürlich ein Werbespruch oder eine Werbeaussage, die man ja glauben kann oder nicht glauben kann. Ja? Und noch ist es nicht so, dass unser Rechtsstaat mittlerweile in den Status einer Wissenschaftsdiktatur übergegangen ist, also so nach dem Motto, Pharmakonzern bezahlt Wissenschaftler. Wissenschaftler behaupten, Chemo hätte keine Risiken und würde nicht töten, sondern Chemo würde retten. Wobei es viele Hinweise gibt, dass Chemo eher tötet und Chemo nicht rettet. Aber sozusagen, zum Glück ist der Staat noch nicht so weit. Also der Mensch wurde dann wohl offensichtlich nur angeklagt des Betruges wegen, aber nicht des Mordes, weil diese Werbesprüche eben nicht Teil des Staates sein dürfen. Ne? Aber der Krimi selber
ist ja in dem, erzeugt ja in den Köpfen der Bevölkerung, aha, Chemotherapien rettet, ist also dieser Krimi ist also eine reine Werbesendung zugunsten der Profite der Pharmaindustrie, ja, und ist aber eben leider nicht als Product Placement und als Werbung gekennzeichnet. Eigentlich müsste droben stehen Werbesendung oder Dauerwerbesendung oder Product Placement oder so, ja, weil dieser Krimi des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ja faktisch nichts anderes ist als Propaganda und Werbung für eine umstreitbare und umstrittene pharmazeutische Industrie und ihre umstrittenen und diskutierbaren Chemotherapien. Ne? Und das ist doch ein wunderbares Beispiel, das zeigt, was alles diese Personen ausblenden, was, wofür sie. Sie laufen also durch die Welt und betrachten die Marktwirtschaft, indem sie die Hände vor die Augen nehmen und sagen, das gibt's alles nicht. All diese Dinge, diese Evolutionsbeeinflussungen und so weiter, gibt's nicht. Nee, Krall, für Krall gibt's das nicht, für Lüning nicht, für KenFM, für Bill Gates schon gar nicht, ja, der ja, sein größter Denkfehler ist ja auch, dass er denkt, dass es sich bei Ärzten um engelsgleiche förderungswürdige, engelsgleiche, selbstlose Menschen handelt. Und Dr. Köhnlein hat das erkannt, hat selbst erkannt, dass er selbst sogar Teil, der steht also quasi eigentlich an meiner Seite, weil ich ja auch erkannt habe, wir machen die Menschen krank und deswegen habe ich aufgehört mit meiner Tätigkeit im Gesundheitswesen. Und Dr. Köhnlein ist auch eben sehr vorsichtig geworden. Er praktiziert zwar noch als Arzt, aber eben entsprechend vorsichtig, Dr. Klaus Köhnlein, und eben immer mit dem Bewusstsein, ja hoppla, ich habe auch mal Menschen getötet durch medikamentöse, durch pharmazeutische Behandlung, wo die Behandlung die Todesursache war und nicht das Virus. Ja? Ja, und das ist die höchste Stufe der Erkenntnis. Und Bodo Schiffmann, Dr. Med. Bodo Schiffmann, hat ja auch ansatzweise diese Dinge erkannt und ähnliche Dinge erkannt. Und deswegen ist er ja natürlich auch, wäre er geeignet als Kanzlerkandidat der Partei des Gemeinwohls. Ja. So, noch ein paar Kurznachrichten für heute, der Wissenschaftlichen Tagesschau und der Tagesthemen. Staatenlösung, ja, also noch einmal kurz zurück dazu, dass wir bei der Politik Vergleichbarkeit brauchen. Es ist mir jetzt egal, ob wir 16 oder 8 oder 6 Kanzler der Bundesländer haben, die in Wettbewerb zueinander stehen, oder 2, Bundeskanzler Nord, Bundeskanzler Süd, Bundestag Nord, Bundestag Süd, alles denkbar. Mindestens 2 Sachen müssen von der Leistung vergleichbar sein. Und wenn es nur die 2 verschiedenen Kanzler sind, und dann kann man eben, kann die Bevölkerung feststellen, welcher Kanzler, welche Kanzlerin tut zum Beispiel Deutschland Nord und Deutschland Süd, also welcher tut dem jeweiligen Teil Deutschlands besser als der andere, und dann kann man ja, kann man letztendlich, ja, es ist natürlich, man kann dann die Mannschaft, die der Kanzler, nehmen wir mal an, Kanzler Nord, erweist sich anhand der Daten, Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten als der erfolgreichere, leistungsfähigere Kanzler. Dann kann sozusagen die Bevölkerung von Süd auch die Mannschaft dieses Kanzlers wählen. Diese Mannschaft wird Gleichgesinnte und ähnliche aus den jeweiligen Parteien und so weiter dann auch in Süd aufstellen und wird vielleicht auch in Süd gewählt. Und der Kanzler Nord wird dann auch der Berater des Teams Süd sein. Aber immer noch
wird es einen Kanzler Süd geben, sodass also am Ende wir wieder vergleichen können, wie sich's entwickelt. Aber Sie merken schon, nur mit Kanzler Nord und Kanzler Süd ist die Vergleichbarkeit ziemlich schwierig, besonders dann, wenn die Süd auch die gleiche Truppe haben wollen, wie die Nord hat. Also vielleicht spricht doch etwas dafür, dass wir mindestens 6 Bundesländer haben sollten und 6 verschiedene Kanzlerinnen in Deutschland, damit wir wirklich auch einen immer lebendigen Vergleich haben und damit auch unterschiedliche Koalitionen in diesen mindestens 6 bis 16 Bundesländern auch an der Regierung sind und dadurch wirklich ein Vergleich immer sehr gut möglich ist. Naja, nach und nach wird es natürlich immer schwieriger mit dem Vergleich, weil natürlich die weniger erfolgreichen, also die Bundesländer, in denen es den Menschen, die Entwicklung der Menschen eher schlechter ist bezüglich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand, den Messkriterien der Gemeinwohlwirtschaft, wenn da es den Menschen schlechter geht, ach so, ich habe ganz vergessen, immer alle Sendungen schauen, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, immer die Geschwindigkeit anklicken und Geschwindigkeit erhöhen, macht Freude, weil ich ja so langsam rede, weil ich eben auch denke. Also, irgendwann kommt es immer dazu, dass natürlich die Länder, die im Moment von einer schlechteren Koalition eher geschädigt werden oder nicht so gut sich entwickeln, dass die natürlich immer dazu neigen werden, die gleiche Koalition auch für ihr Bundesland zu wählen und dass deswegen sich alles immer mehr angleicht. Das ist ja dann auch gut so, weil dann alles sich dem Optimum von optimaler Politik nähert. Aber vielleicht ist es doch besser, wirklich mindestens 6 Bundesländer zu haben, also einen Zusammenschluss von Bundesländern auf 6 runter oder auf 8 oder auf 6, oder wir bleiben bei den 16. Auf jeden Fall ist eine gewisse Vielfalt jedenfalls für den Anfang sehr gut, um dann auch damit man auch Unterschiede sieht, dass also eventuell, was weiß ich, Rot, Rot, Grün, die Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bevölkerung eventuell zum Beispiel dann nachweislich reduziert und CDU, FDP, Grüne oder so nachweislich das Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand verbessert bei den Menschen, ja? Und damit man solche Unterschiede zumindest in den Anfangsjahren deutlich sieht, ist es vielleicht sinnvoll, nicht gleich mit Kanzler Nord, Kanzler Süd sozusagen vorzugehen, was vielleicht zu wenig Kontraste bietet für den Anfangsbereich. Schluck Wasser. Und natürlich werden dann im Laufe der Zeit die Unterschiede immer winziger, weil ja alle Politiker dann immer besser werden und immer gleicher werden und immer näher dem Ideal eines idealen, optimalen Politikers kommen. Und das ist ja auch gut so dann. Ja. Aber trotzdem bleibt eben die Wichtigkeit der ständigen, Wettbewerbs zwischen den Politikern, der Stiftung Warentestisierung der Gesellschaft. Ja. Sie können ja sowieso mehr über die Gemeinwohlwirtschaft, können Sie nicht nur auf der Homepage lesen, sondern Sie können auch auf der Homepage hier nextscientistsforfuture.de, Sie können es auch abkürzen hier nexts4f.de, ja. Das ist die Homepage-Abkürzung, ja, da finden Sie dann auch alles Mögliche noch
Zum Beispiel zur Stiftung Warentestisierung noch mal eine kurze Beschreibung und zur Wohlfühlstimme und so weiter. Da finden Sie alles. Ja, und noch ein paar Kurznachrichten. Ja, Esssucht. Ja, Sie sind esssüchtig, nikotinsüchtig, medikamentensüchtig und man redet Ihnen ein, im Sinne der vorteilbringenden Irrtümer, die Ursache seien irgendwelche Kindheitstraumata oder irgendwelche Kindheitserlebnisse und oder ähnliche Sachen. Also der übliche Psychoquatsch und so und Psycho-Eso-Spiro-Quatsch. Dann die Information. Es handelt sich um falsche, unwahre, vorteilbringende Irrtümer, um sie abzuzocken. Sie müssen erkennen, es gibt nur eine Ursache für Ihre Esssucht. Und an dem Punkt bin ich ja auch. Und für Ihre Nikotinsucht oder Medikamentensucht und jede andere Sucht gibt es nur eine Ursache. Die soziale Marktwirtschaft und die pseudokommunistischen Systeme. Diese beiden und alle Parteien machen im Moment Wahlwerbung für pseudokommunistische Denkweisen oder für sozialmarktwirtschaftliche Denkweisen. Anderes gibt's im Moment im Angebot nicht. Leider. Sogar die Basis ist eben, unterscheidet sich nicht davon. Und das bedeutet letztendlich, wenn man nicht erkennt, dass die ganzen Süchte nicht durch die Kindheit kommen, sondern durch unser Aufwachsen in teuflischen Wirtschaftssystemen, sozialer Marktwirtschaft, Pseudokommunismus. Und dass das die Ursache ist. Ja? Und dass alles geheilt würde durch Gemeinwohlwirtschaft. Dann gibt's nur eine Lösung. Sie müssen, wenn Sie gesund werden wollen, müssen Sie letztendlich die Partei des Gemeinwohls unterstützen. Denn das ist unser aller Lebensrettungschance. Weswegen ich auch beim Orga-Team dieser Partei mithelfe, da wir ja nicht Parteimitglied werden dürfen vom Weltrat, aber so ein bisschen dem Orga-Team helfen, das darf man. Ne? Ja, darin liegen die Lösungen. Ja, dann gucke ich mal, ob ich noch eine Kurznachricht finde. Ja, noch eine letzte Kurznachricht. Das Tragische an der Evolution haben viele noch nicht verstanden. Was ist das wirklich Tragische an der Evolution? Das ist wirklich das Traurige. Also die Evolution, das ist ja alles eine wunderschöne Sache und so weiter. Aber sie hat eben auch einen tragischen Aspekt. Und das ist der traurige, tragische Aspekt. In der Evolution ist es immer so, wenn man das Pech hat, ein paar Gene, ein paar Mutationen, ein paar genetische, paar Veränderungen im Genom zu haben. Denken Sie an die Trisomie 21 Down-Syndrom oder so. Wenn Sie einmal bestimmte negative Genomveränderungen haben und aufgrund dessen von der Leistungsfähigkeit hier zu diesem Bereich gehören, dann sterben Sie normalerweise über kurz oder lang aus. Das bedeutet, dass Sie keine Enkelkinder mehr hinterlassen, wie zum Beispiel ein Obdachloser, ja? Also, es ist einfach unwahrscheinlich, wenn Sie schon mehrere genetische Veränderungen im Genom haben, die Sie als Organismus ineffizient machen, dann ist es unwahrscheinlich, dass Sie in 300 Jahren genetisch noch präsent sind, sondern Sie sind quasi von der Evolution, und das ist traurig und tragisch, zum Aussterben quasi schon prädestiniert und bestimmt. Jetzt müsste es bei Ihnen quasi, bei Ihren Kindern, eine Mutation geben, die
alles rausreißt, die so sensationell ist, dass sie plötzlich wieder zum Bereich der Leistungsfähigen und der Kompetenten und der Fähigsten und Intelligentesten und so weiter gehören, ja, dann wäre sozusagen ihr Genbestand nochmal zu retten, ja. Aber auch dann, wenn diese Supermutation dazu führen würde, dass dieses Kind dann zum leistungsfähigen Bereich gehört, schleppt ja trotzdem immer noch die Genomprobleme mit sich rum, denn es wäre schon ein großer Zufall, wenn dann zufällig auch noch, was weiß ich, die Kinder dieses Kindes, das zwar leistungsfähig ist, aber immer noch viele Genomprobleme mit sich rumträgt, dass zufällig jetzt gerade diese Genomprobleme wieder korrigiert werden. Das ist statistisch, besonders wenn es sich um mehrere Probleme im Genom handelt, ist halt sehr, sehr die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass bei Milliarden Möglichkeiten im Genom sozusagen genau diese Fehler im Erbgut, gerade diese rein per Zufall wieder korrigiert werden. Ja, das ist halt sehr unwahrscheinlich. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass also Menschen, Lebewesen, bei denen mehrere Probleme im Genom sich angehäuft haben, einfach zum Aussterben bestimmt sind. Wir sehen das dann, wenn dann Obdachlose kinderlos sterben, ohne Enkel und Urenkel sterben und so weiter. Dann ist genau dieses Aussterben realisiert in unserer Gesellschaft zum Beispiel, ja. Und das ist tragisch, das ist traurig, aber das ist eben leider so, dass die Evolution leider eine Sache hier ist. In diesem Bereich, da besteht die Chance, dass diese Art von Genetiken, von Genomen auch in ein paar hundert Jahren in ähnlicher Form noch vorhanden sein wird, gewürzt mit ein paar frischen Mutationen, die dann die Leistungsfähigkeit noch mehr erhöhen. Und dass alle diese dann wahrscheinlich weg sind. Ja, weg sind, weil sie eben aussterben. Jedenfalls bei jeder gesunden Art vermehren diese hier sich ja durchaus kräftig dann. Und da diese sich im Naturzustand gar nicht mehr oder schlecht vermehren oder wenig vermehren, sterben die relativ schnell aus. Und dann ist die Gesamtbevölkerung wieder besteht aus denen, die sich natürlich dann auch wieder aufspreizen auf eine Normalverteiltheit, ne? Ja, aber das können wir leider nicht ändern. Also was wir tun können, ist, dass wir dieses Aussterben leidfrei geschehen lassen. Aber wir sollten niemals den Fehler machen, dass wir das Aussterben verhindern. Weil wenn wir das Aussterben verhindern, produzieren wir ja quasi, und das machen viele Parteien, ja, produzieren wir ja quasi Nachwuchs hier. Und wenn wir viel Nachwuchs hier produzieren, wird die Bevölkerung weniger leistungsfähig, der Gesamtstaat weniger leistungsfähig und geht kaputt wie das Römische Reich. Und genau das daraufhin arbeiten, ohne dass es ihnen bewusst ist, die Hälfte der Parteien und ja, und die andere Hälfte der Parteien zerstört unser Leben, indem sie das System weiterlaufen lässt, das Suchterzeugung durch Glückszerstörung tätigt, das generell unser Leben zerstört. Also alle jetzigen Parteien zerstören unser Leben. Es gibt im Moment nur Partei- und Wahlprogrammsinhalte, die aus diesem Bereich stammen und aus diesem Bereich stammen. Und beides ist die Hölle für uns und die Lösungen liegen nur in diesem Bereich. Und die ÖDP, die bekennt sich zwar irgendwo zur Gemeinwohlökonomie Christian Felbers, weil die eben auch so gewisse, manche Gedanken hat, die so damit liebäugeln, ne? Erklärt übrigens auch den großen Erfolg der GWÖ, der ja immer noch größer ist als unser Erfolg, ja? Weil eben viele ungebildete Menschen immer noch gerne solche Klänge hören, ne?
Aber das sind die Sirenenklänge, ne? Die sind die, die uns zum Untergang führen. Und diese Klänge hier, ja? Und ja. Ja, also das Tragische der Evolution habe ich geschildert. Und damit können wir zum Abgesang kommen. Also, unendlich gefährlich für unser aller Leben. Und suchterzeugend und krankmachend sind die Gedankenwelten von Dr. Markus Krall, Horst Löning, und sogar Christian Felber, weil er auch die Grundfehler der Marktwirtschaft nicht richtig beseitigt mit seinem Modell, mit seiner Gemeinwohlökonomie. Und KenFM, da habe ich ja die Fehler schon genannt, und Bill Gates, ja. Und wir können hoffen auf Dr. Köhn, solche Leute wie Dr. Köhnlein und Bodo Schiffmann, die wie so wie ich auch erkannt haben und erschreckt sind vor der Gefährlichkeit ihrer eigenen Sparte und deswegen da eine vernünftige Beziehung zu haben. Im Gegensatz zu dem Wahn, in dem sich sonst die Welt gerade befindet, nämlich dem Wahn, es handele sich dem industriellen Krankheitskomplex handelt es sich um eine gemeinnützige, wohltätige Einrichtung ohne Profitinteressen und ohne Finanzinteressen und so weiter und ohne vorteilbringende Irrtümer, um Engel der Wahrheit. Ja, in diesem Wahn befindet sich die Welt. Ja, tschüssi, bis bald.